Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS90 auf der Gemeinderade. Ja, wie ihr seht, bin ich hier beim Dünger streuen. Ich habe offline schon mal Feld 1 gedüngt. Das ist fertig. Gülle habe ich auch fertig ausgebracht. Das ist auch erledigt. Ja, jetzt müssen wir noch die 23, die 19 und die 3 düngen. Die 17 eigentlich auch. Ja. Die eigentlich ja auch, weil da komme ich ja mit dem Gülle fast nicht so richtig lang, sag ich mal, ne? Also da ist das ein bisschen komplizierter, weil das so klein ist. Vielleicht werde ich das die Wiese noch mal verkaufen und noch mal eine größere holen, bin ich noch mal überlegen, weiß ich noch nicht so genau. Dann habe ich mir überlegt, eigentlich benutzt du die Halle für die Pellets ja jetzt auch nicht mehr. Eigentlich könnte die ja weg. Und eigentlich könntest du dir dann was, vielleicht was Neues bauen. Ist die Frage. Was machen wir damit? Reiß ich die ab? Oder lasse ich jetzt stehen? Also wie gesagt, eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Wenn ich jetzt Pellets wieder machen sollte, dann werden die gleich verkauft. Ja, wie gesagt, das bringt mir sowieso nichts. Geld ist sowieso ein Keller. Ich kriege dafür nicht mehr viel. So. Wie gesagt, ist die Frage, was machen wir? Verkaufen? Oder nicht verkaufen. Wir werden jetzt hier erstmal die 23, dann haben wir auf die 19. Dann müssten wir, glaube ich, sowieso noch mal auffüllen den Streuer. Dann geht's auf die 3. Die Wiese würde ich dann erst zum Schluss machen. Dann muss ich auch noch mal gucken, wie das Wetter demnächst werden soll. Oder ob das noch mal regnen soll irgendwie die Tage. Oder ob das, ich sag mal, trocken bleibt jetzt erstmal ein paar Tage. Weil wir müssen ja auch noch die 48 und die 42 rubbeln. Da ist ja noch das Dings drauf. Sehr schnell. Ne? Hier. Ölrettich. Ölrettich, ja. Nicht um den Namen kommen. Ölrettich drauf. Der muss noch eingearbeitet werden. Die müssen wir auch noch einarbeiten. Das will ich erst machen, wenn Temperatur dementsprechend eigentlich auch ist. Vielleicht einen Tag vorher, dass ich dann danach gleich den nächsten Tag die Sonnenblumen rein ansehen kann. Sonst bringt mir das ja auch nicht. Ich könnte es grob werden. Das Einzige, was wächst, wäre ein bisschen Unkraut vielleicht noch. Und selbst das möchte ich eigentlich nicht, dass das wächst. Aber gucken, nächsten Tag. Diesen Tag, da wird nicht mehr allzu viel passieren. Noch ein bisschen düngen und sowas. Und dann mal am nächsten Tag gucken. Ne? Also wir brauchen eine Bodentemperatur von 6 Grad, so, damit das
Ich sag mal, mit Kind. Ich könnte es jetzt auch schon ansehen, aber dann kann es sein, dass wenn man zu lange im Boden drin ist, dass das dann auch nicht mehr aufbrennt. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Hier die vielleicht nochmal. Aber eigentlich, ne. Ne? Eigentlich müsste das ja alles eigentlich ganz gut sein jetzt. Ja gut, hier ist ein kleiner. Das ist nicht so schlimm. Also die 1 und die 23 müssen wir nochmal einmal düngen. Und hier müssen wir auch noch, also jetzt düngen wir jetzt noch einmal und dann muss da sowieso auch noch einmal gedüngt werden. Aber erstmal kommen die 19 dran. Wie gesagt, der muss ich sowieso nochmal auffüllen. Aber dann werde ich das auch offline machen. Schön auf die 19, fangen da noch an. Ich weiß nicht, ob wir das fertig kriegen jetzt in der Folge. Hätten wir das angenommen? Ich denke mal, ne? Wird angenommen. Gut. Eigentlich hat es den Winter gut überstanden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich habe das zu früh ausgesät. Ja, ein paar Stellen sind natürlich wieder, ne, wo jetzt hier und so, ne, da und da. Wo dann doch ein bisschen was kaputt gegangen ist, aber eigentlich auch noch nicht so viel. Ein Glück. Und dann müssen wir mal gucken, was nach der Ernte ist. Ich sag mal, dieses Feld hatten wir ja jetzt geflügt. Das brauche ich jetzt nicht, aber ich denke mal, die anderen Felder müssten jetzt dann doch mal einmal geflügt werden. Auch wenn sie jetzt nicht angezeigt werden, dass sie geflügt werden müssten, aber ich denke mal, ich werde eigentlich alle Felder. Vielleicht die 28 und die 3 nicht, die habe ich ja erst neu, da bin ich ja noch nicht so, aber den Rest, so die 1, die 6, die 10, die 42, die 48, das sind so Fälle, wo ich dann wahrscheinlich doch mal einmal pflügen werde. Ja, auch wenn es nicht sein muss. Wenn die ansteht, also so langsam sollte man es doch vielleicht doch einmal machen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Raps das übersteht im Winter. Weil ich gedacht habe, dass ich den wirklich zu früh ausgesät habe. Nächstes Mal warte ich vielleicht doch nochmal ein kleines bisschen. Achso, wir wollten ja eigentlich auch die Fruchtfolge fürs nächste Jahr schon mal festlegen. Ja, das ist. Ja,
könnten wir ja eigentlich jetzt noch machen gleich, ne? Wenn ich oben bin, dann sag ich mal. Dann könnten wir das noch schnell einmal machen. Die Fruchtfolge für nächstes Jahr, fürs letzte Jahr. So, aufpassen, dass das nicht weniger wird, ne? 114, sag ich mal. Zuckerrüben will ich auf jeden Fall machen. Weizen, dann nehmen wir da Raps. 120. Das ist alles dasselbe, ne? Gäste, das wären Feld 6 und Feld 10, ne? Puh. Ich weiß echt nicht, was ich da reinmachen soll. Lassen wir den erstmal raus. So, das waren jetzt 120. Das ist ganz krass. Machen wir nochmal so. Das sind auch 120. Oh Gott, ey. Das ist ja. Das wird da und hier. So, würde ich sagen. Ja. Hab sogar eben Weizen, so ja, Böhnchen. Alles klar. Gut. Dann hätten wir das da. Für die letzte Saison. Fertig. Dann hätten wir das ja auch fertig, würde ich mal so sagen jetzt. Dann machen wir mal Zuckerrüben. Die 6 und die 10 kommen dann Zuckerrüben auf. Und da habe ich aber Zuckerrüben, du. Da habe ich dann aber Zuckerrüben. Eigentlich wollte ich das ja auf der 42 und 48 machen. Und das waren wir dann eben doch ein bisschen zu wenig mit 71 oder 75, was da war. Nee. Der 90er Bereich ist schon in Ordnung.
So, gut. Ich sehe aber auch gerade schon wieder, dass wir jetzt am Ende angekommen sind. Ich werde das mit dem Düngen hier offline noch fertig machen und dann denke ich mal, sehen wir uns, ja, ich denke mal am nächsten Tag beim Grubbeln, denke ich mal, oder so. Müssen wir mal sehen. Ne? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüssi.